Zweimal pro Woche arbeitet Heidi Böttger ehrenamtlich in der Bahnhofsmission am Ostbahnhof. Zweimal pro Woche hilft und unterstützt sie gemeinsam mit anderen Ehrenamtlern obdachlose und hilfsbedürftige Menschen in Deutschlands ältester Bahnhofsmission. Für die gebürtige Leipzigerin im Ruhestand eine Herzensangelegenheit. Also ich bin jetzt ungefähr 3,5 Jahre ehrenamtlich tätig. Und ich habe das aufgenommen, nachdem ich im Ruhestand war und mir der Ruhestand natürlich dann auch irgendwann mal über wurde und ich mich insgesamt für ehrenamtliche Arbeit interessiert habe und bin dann durch einen Zufall hier bei der Bahnhofsmission gelandet. Und ich kann auch sagen, ich habe es bis heute nicht bereut. Zwischen 20 und 30 ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren sich in der Bahnhofsmission am Ostbahnhof. Einige kommen jede Woche, manche nur einmal im Monat, je nachdem, wie es die Zeit der Engel mit den blauen Westen zulässt. Aber eines eint alle Ehrenamtler, der Wunsch, etwas Nützliches zu tun. Naja, ich sag mal, Malkurs in der Volkshochschule oder Strickkurs irgendwo, das wäre mir nichts gewesen, weil ich natürlich gerne was Sinnvolles machen wollte. Ja? Nicht mehr gegen Bezahlung, bin ja wie gesagt Funktionär, ich kann das auch. Ich muss nicht mehr für Geld arbeiten, sage ich mal. Aber ich würde gerne schon was Nützliches tun. Und das, was Sie angesprochen haben, Malkurs und sowas, ist zwar auch sehr hübsch, aber muss nicht sein. Kann man auch so privat machen. Muss man nicht. Ja. Und was gibt Ihnen die Arbeit hier, die ehrenamtliche Arbeit? Also nimmt man da auch mal was mit nach Hause gedanklich? Erlebt man hier sicherlich auch sehr schöne, aber wahrscheinlich auch sehr traurige Momente? Ja, das stimmt. Also ein bisschen kenne ich diese Klientel schon, weil ich war, bis ich Pensionär wurde, beim Insolvenzverwalter tätig und wir hatten da sehr viele Privatinsolvenzen, die ich auch persönlich bearbeitet habe. Und da hat man schon mit Leuten zu tun gehabt, die ja nicht ganz so tief gesunken war, wie es hier jetzt ist, aber die auch ein ziemlich schweres Schicksal eigentlich hatten. Zum Teil selbstverschuldet und zum Teil eben reingeraten, ja. Sind Sie hier ein starkes Team, das gut zusammenhält und sich gut versteht? Also macht die Arbeit auch Spaß hier? Ja, sicher, sonst würde ich ja nicht mehr hier sein. Ja, ist ja nicht nur wegen der Gäste, die wir hier haben, sondern auch wegen des Teams, also besonders schön finde ich eigentlich, dass es gemischt ist. Also nicht nur alte Leute, die kann ich woanders auch finden, ja, in der Volkssolidarität oder was es da alles gibt, sondern dass hier auch sehr viele junge Leute sind, die ein Praktikum machen oder die das machen, weil sie so irgendwas Ähnliches studieren, Soziales oder einfach was zurückgeben wollen der Gesellschaft, was sie bekommen haben bisher oder bisher erhalten haben, ja. Das finde ich eigentlich sehr schön, ja. Für andere da sein, denen helfen, die Hilfe benötigen, an 365 Tagen im Jahr. Und nun, kurz vor Jahresende, war es Zeit, sich bei den unermüdlichen Helfern zu bedanken. Zum mittlerweile 4. Mal veranstaltete der Lions Club Berlin-Savini ein Weihnachtsbenefizkonzert in der Lichterfelder Pauluskirche zugunsten der Bahnhofsmission am Ostbahnhof. Eine besondere Geste des Danks ließ sich das Center-Management der Neuköllner Gropius-Passagen einfallen und brachte die Ehrenamtler wie echte VIPs per Bus-Shuttle zum Adventskonzert. Wir wollten gerade auch mal die ehrenamtlich Tätigen besonders ehren, die sonst in der Bahnhofsmission fast rund um die Uhr tätig sind und die Menschen dort betreuen. Und wir haben die Menschen eingeladen hierher in die Kirche mit zum Benefizkonzert. Und um es ihnen besonders schön zu gestalten, haben wir einen Bus organisiert, Verpflegungsbeutel dazu gepackt. Und wir freuen uns ganz sehr, dass so viele der Einladung gefolgt sind und mit uns diesen Konzertabend hier verleben. Das Ehrenamt wird ja teilweise leider noch so als stiefmütterliches Amt betrachtet. Würden Sie sagen, das sind eigentlich die wahren Helden des Alltags? So kann man es sehen. Also es betrifft so viele Bereiche des Lebens, wo uns Ehrenamtliche unterstützen. Und deshalb sind wir auch als Lions Club da sehr, sehr engagiert und unterstützen insbesondere die Arbeit der Ehrenamtlichen. Im Übrigen, unsere Arbeit ist ja auch komplett ehrenamtlich. In den vergangenen Jahren kamen etwa immer 4.000 Euro zusammen bei den Benefizkonzerten. Womit rechnen Sie heute und wie setzen sich denn die Spenden zusammen? Es sind ja nicht nur Spenden hier von den Kirchenmitgliedern. Nein, wir rechnen wieder mit einer ähnlichen Summe. Und es ist auch ganz klar, wir als Club spenden auch für dieses Projekt und haben natürlich auch fleißig geworben, dass viele Besucher hierher kommen und auch über die Spenden, die wir geleistet haben, auch den Eintritt ermöglicht für diese Konzertveranstaltung. Also alles in allem rechnen wir wieder so mit dieser Spendensumme und unterstützen damit die Projekte.
Das Benefizkonzert in der evangelischen Pauluskirche erfreute sich großer Beliebtheit. In diesem Jahr gab es mit dem Go Brass Blechbläser-Ensemble des Bundespolizeiorchesters Berlin ein ganz besonderes akustisches Highlight. Neben dem Lions Club Berlin-Savini ist auch Vera Schick ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf das Engagement für die Bahnhofsmission am Ostbahnhof. Vera Schick ist in der Paulusgemeinde selbst ehrenamtlich tätig und setzt sich schon lange für die Bahnhofsmission ein. Unsere Gemeinde hat seit 2003 das Projekt Obdachlosenhilfe Ostbahnhof, das mein Mann und ich an unserem 40. Hochzeitstag ins Leben gerufen haben. Wir waren gut versorgt. Wir waren zwar nicht reich, aber wir hatten zum Leben genug und wir haben gedacht, wir geben einfach mal was ab. Warum ist das Ehrenamt so ein wichtiger Verdienst? Ja, weil es ohne gar nicht geht. Die Kirchen und alle anderen wohltätigen Einrichtungen, die haben ja gar nicht genug Personal. Und es ist auch inzwischen leider ein bisschen schwer geworden, welche zu rekrutieren. Das ist also gar nicht. Und wenn man jetzt versuchen will, sich da rauszustehlen, muss ich mal sehen. Also ich bin jetzt 75 Jahre alt. So langsam wollte ich dann doch mal vielleicht ein bisschen Ruhestand einläuten. Denn ich arbeite regelmäßig auch hier 2 Tage in der Woche in der Paulusgemeinde im Büro. Aber das wird sicherlich gar nicht so einfach für Sie, das aufzugeben, oder? Nee, die Bahnhofsmission, das gebe ich bestimmt nicht auf. Solange ich da irgend kann, bleibe ich dabei. Aber hier so meine Tätigkeit im Büro, die will ich schon mal versuchen, ein bisschen einzuschränken. Und Sie freuen sich aber heute auf den heutigen Abend und auf das Adventskonzert? Natürlich, ich bin ja jedes Mal dabei. Wenn es um meinen Ostbahnhof geht, ist es ein Muss. Nicht? Und ich mache dann auch hier immer den Kirchdienst dabei, also Beleuchtung und Aufräumen und Aufschließen. Also doch, ich freue mich sehr auf dieses Konzert. Und ich freue mich, dass diesmal auch die Ehrenamtlichen vom Ostbahnhof abgeholt wurden. Denn das ist ja doch sehr entlegen hier für Lichterfelde, nicht? Und die kommen ja von überall her. Das fand ich eine ganz tolle Idee, die hier eben mit dem Bus herzufahren und dann auch wieder nach Hause zu bringen. Also da bin ich sehr dankbar für. Das freut mich sehr. Ehrenamtliche Mitarbeiter sind die stillen Helden des Alltags. Kein Wunder, dass es den blauen Engeln beinahe peinlich war, als sich die Gäste des Adventskonzertes mit tosendem Beifall bei ihnen bedankten. Schließlich arbeiten Ehrenamtler nicht aus Geltungsdrang, sondern weil es ihnen ein Bedürfnis ist. Das macht sie unverzichtbar. Also die Ehrenamtler sind ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Die machen einen Großteil der tatsächlich anfallenden Arbeiten, wie eben das Essen vorbereiten, ausgeben. Und die haben auch immer ein gutes Herz, also einen netten Satz auf den Lippen für die Gäste. Also nee, ist undenkbar. Sie waren selbst Ehrenamtlerin und haben jetzt ja täglich mit Ehrenamtlern zu tun. Wie ist denn so Ihre Erfahrung? Würden Sie sagen, das wird ausreichend anerkannt, das Ehrenamt in Deutschland? Es wird anerkannt, aber es könnte deutlich mehr sein. Also das könnte deutlich mehr sein. Also wir versuchen es natürlich, unsere Ehrenamtlichen immer wieder zu würdigen und ihnen auch jeden Tag quasi zu sagen, danke und toll, dass ihr da seid, weil ohne euch wäre die Arbeit nicht möglich. Aber sicherlich könnte da von der Gesellschaft insgesamt auch noch mehr kommen. Circa 4.000 Euro kamen in den letzten Jahren zusammen. Man hofft natürlich auch in diesem Jahr auf diese Summe. Was passiert dann am Ende damit? Das wird dann abgesprochen. Ich glaube, vom letzten Jahr wurde eine neue Homepage erstellt. Also es sind immer Projekte, es ist immer projektgebunden, aber es gibt immer was zu tun. Also wie gesagt, ob es die Schulung der Mitarbeiter ist, neue Dienstkleidung oder eben das tagtägliche Geschäft dann sicherzustellen, dass man quasi genug Lebensmittel und andere Sachen kaufen kann für die Gäste, Schlafsäcke, Isomatten, was jetzt auch im Winter wichtig ist. Dank der Großzügigkeit der Konzertbesucher und des Lions Club Berlin-Savini wurde übrigens eine Rekordsumme gesammelt. Mehr als 5.200 Euro kamen zusammen. Eine zusätzliche Wertschätzung für die Arbeit der Ehrenamtler und nicht nur für Heidi Böttger Antrieb zum Weitermachen.